wenn das der Mertens sehen würde. Schaut jetzt schon hin. Fuck, da ist er mit dem Weg. Da ist wieder Roger. Beziehungsweise wieder seine Freundin. War das der neue Achter? Es war eine schwere Geburt. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht's blendend. Wetter ist brutal. Keine einzige Wolke am Himmel. Das heißt, wir nutzen das bisschen aus und fahren einfach dumm durch die Stadt. Nachdem das letzte Video ja ein bisschen ernster war, bisschen Struktur hatte, bisschen Sinn dahinter war, dieses Video zu produzieren und es hochzuladen, sind wir wieder so weit, dass wir einfach irgendeinen Scheiß aufnehmen, es irgendwie zusammenschneiden und einfach raushauen. Einfach raus damit. Ey, die Felge. Haben wir ein bisschen geschlafen beim Einparken. Also Isa scheint auf jeden Fall ein bisschen befüllt zu sein. Ja. Also ich würde einfach mal behaupten, da sind ein paar Leute auf jeden Fall. Sollen wir, ja, wir biegen hier rechts ab, weil das ist, glaube ich, schneller alles. Ach, wenn das der Mertens sehen würde. Kostet einmal 20 Euro. Ja, komm. Haben wir uns eigentlich schon mal den Chiron angeschaut, der jetzt im Bugatti Store steht? Wenn nein, schaut jetzt schon hin. Fuck, da ist er mit dem Weg. Wow. Einfach Genius Move von mir. 200 IQ Move, den ich da abgezogen habe, Mann. Was? What the f? Das hat er jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder? Das hat überhaupt durchpasst, wundert mich. Als ich dich sah, dachte ich mir, Mashallah. Dürfte das? Ich sehe keine Ampel hier, dass man über die Straße gehen dürfte. Da ist wieder Roger. Beziehungsweise wieder seine Freundin. Mir ist übrigens der Name eingefallen, Roxana. Ist mir gestern mitten in der Nacht beim Geschirrspülen eingefallen, wie sie heißt. Machen die ein Fotoshooting? Ich glaube schon. Wollen wir diesmal schauen, wie man richtig diese Kurve nimmt? Digga. Kann ich einmal diese Kurve nehmen, ohne dass irgendjemand da ist, Mann? Vor allem ist halt echt heftig Scheiße zu bekommen. Wegen diesen Dreckschienen kannst du nur an gefühlt 5 mm einbiegen, richtig. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre, Digga. Ich habe null Ahnung, wo ich bin. War das der neue Achter? Vielleicht M8 Competition? Ne, M8 Competition gibt es doch schon. Hä? Ich glaube, ich sehe diesen Teil von München gerade zum ersten Mal. Hallo? Hallo? Ah, doch, das kommt mir hier bekannt vor. Aber ich habe es mal gesehen, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich habe es mal gesehen, wo ich bin. Also, ihr versteht, was ich meine. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Keine Ahnung, wo ich bin. Ohne Spaß. Darf man hier links abbiegen? Ja. Okay. Also ich kenne ja Leute, die sich mit Motorrädern hinlegen, aber jemand, der sich mit dem Fahrrad hinlegt, während er da steht, ja. Es ist ein schwieriges Thema, Digga, auf jeden Fall. So viel steht fest. Ich weiß halt immer noch nicht, wo ich bin. No joke. Es kommt mir so fucking bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung. Ah, bin ich gleich, ist der Scheitplatz vorne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß langsam, wo ich bin. Dort, wo dieses Studentenwohnheim ist, bin ich, oder? Fuck, ich glaube, ich laber Bullshit. Es ist gut möglich, dass ich gerade Bullshit laber, aber irgendwo glaube ich auch an dem, was ich da sag. Okay, also ich gebe es auf, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin, gell? Ich glaube, der Akku neigt sich auch langsam dem Ende, aber ich würde trotzdem gerne nochmal wissen, wo ich bin, bevor wir aufhören. Rotkreuz? Nein, wir sind... Nein, das ist nicht der Rotkreuzplatz. Hä? Wo bin ich? Bro, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich fahre einfach geradeaus. Ich habe ja noch Benzin. Ich fahre so lange, bis ich stehen bleibe einfach, oder? Jo, wahrscheinlich. Ey, ich bin komplett lost. Ich denke gerade nach. Ich bin, in Mosach sollte ich bald ankommen, oder? Bin so gefahren. Keine Ahnung. Ich glaube, in Mosach komme ich jetzt gleich an. Weiß ich, wo ich bin? Ja, ich weiß, wo ich bin. Oh, es war eine schwere Geburt.
Ich weiß auf jeden Fall ungefähr, wo ich bin. Und ich weiß auch, wie es jetzt nach Hause geht. Das ist gut. Sehr gut. Richtung, wollen wir Richtung Zentrum? Wollen wir wieder Kopfgeficke seinen Vater haben, wie ich nach Hause komme? Safe nicht, Digga. Aber ich glaube, ich beende das Video jetzt hier mal, weil der Akku neigt sich eh schon langsam dem Ende. Und ich muss schnell nach Hause, weil ich jetzt noch gleich ein Rendezvous habe mit jemandem, ne? Ach so, ja, im Übrigen, jetzt hinter mir wäre die Kreuzung Richtung Leopoldstraße gewesen. Also ja, gut. Ich weiß, wo ich bin. Das ist gut. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen, YouTube. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt mir gesund. Und damit lasse ich mir jetzt Zeit. Ah, da oben ist der Mond übrigens. Und yalla.